Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zu etwas spezielleren Themen, nachdem wir heute Vormittag die großen Theoretiker hatten und jetzt konkrete Anwendungen uns anschauen. Die Präsenzmedizin, die Kombination aus Informationsmedizin und Informationspsychologie ist da sicher ein sehr interessantes Thema, wenngleich ich mir primär nicht so viel darunter vorstellen kann. Ich bitte Herrn Kollegen Volker Mann, sich selbst kurz vorzustellen und dann eben das Thema zu bearbeiten. Das ist mir das. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Volker Mann. Ich bin eigentlich Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Notarzt und befasse mich aber seit dem Jahr 2000 viel mit Bewusstsein, Wahrnehmung und den Hintergründen von Krankheit im Generellen. Ich habe mittlerweile eine Privatpraxis seit fünf Jahren im Bayerischen und auf Mallorca und eine Firma, wo wir das System Metatron, was Sie draußen sehen, verkaufen. Präsenzmedizin ist das Thema heute. Die Präsenzmedizin ist für mich die logische Konsequenz aus all dem, was ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe, dann auch zum großen Teil gelebt habe und hoffentlich heute zum allergrößten Teil lebe. Es ist die Kombination von Informationsmedizin und Informationspsychologie. Es ist relativ einfach, Informationsmedizin, die Information steht auf der Basis der Medizin, also ist die Basis der Medizin, genauso wie die Informationen die Basis der Psychologie sind. Wenn man das zusammenfasst, dann habe ich dem Kind den Namen Präsenzmedizin gegeben, weil es im Endeffekt darum geht zu erkennen wieder, wo ist das Leben eigentlich, was ist das Leben, was steckt hinter all dem und wie kommen wir da auch wieder hin. Oder noch besser zu erkennen, dass wir niemals weg waren und bloß meinen, dass wir da nicht mehr sind. Das Ganze möchte ich Ihnen anhand von ganz praktischen Beispielen erklären. Also zum Beispiel den Magen habe ich hier mal genommen. Aus der Schulmedizin und die Heilpraktiker, alle, wir agieren im Prinzip alle vom Symptom ausgehend, weil der gesunde, fröhliche Mensch geht in der Regel ja nicht zum Arzt. Ist so. Sei denn zur Prophylaxe halt mal. Also es kommt jemand mit Magenschmerzen, dann stellen sich die Fragen halt, woher kommt es? Da gibt es dann verschiedene Ansätze, Schleimhäute, Säureproduktion, Belegzellenstimulation. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. Perfekt. Erhöhte nervale Impulsfrequenz, alles Sachen, die Ihnen nicht unbekannt sind. Die Frage ist da, geht da schon immer weiter, warum? Campylobacter pylori ist auch nichts Neues mehr, das ist auch schon was, was man schon seit längerer Zeit jetzt für die Magenschmerzen verantwortlich macht. Nur auch da stellt sich ja irgendwie die Frage, wo kommt der denn her? Also warum ist denn der jetzt da? Also die Frage, einfach immer mal weiterzustellen, warum? Und das ist das, was mich in den letzten Jahren immer und immer wieder beschäftigt hat. Und wenn Sie dort jetzt genauer hinschauen, ist es ja folgendermaßen. Wir haben überall Zellen im Körper. Da gibt es ja Schwankungen zwischen 50 und 70 Millionen oder wie viel, spielt im Prinzip auch keine Rolle, wie viel es genau sind, gezählt hat sie eh noch keiner. Diese Zellen aber, ist es normalerweise so, dass jede einzelne Zelle genau weiß, was sie aufnehmen soll und was sie abgeben soll. Das sind die Informationen, die sind da. Wenn jemand im Hier und Jetzt präsent lebt, weiß jede Zelle, woher auch immer, da kommen wir nachher drauf, was sie zu tun hat. Jetzt in der Medizin, und wenn ich Medizin sage, meine ich immer Schulmedizin, Heilpraktiker, ganzheitliche Medizin, also im Prinzip das ganze Denken, was da ist, wird egal auf welcher Ebene immer geguckt, was ist zu viel, was ist zu wenig. Also was geht zu viel rein in die Zelle, was geht zu wenig rein in die Zelle. Oder was geht zu viel raus oder was geht zu wenig raus? Wir haben da unglaublich viele Messmethoden in der Schulmedizin, aufwendigste labortechnische Sachen und entwickelt. Auch die Heilpraktiker messen dort verschiedenste Dinge im Blut. Die Frage, die sich allerdings hier stellt, ist ja immer, warum sind die eigentlich zu viel?
Also dass da irgendwas erhöht ist, das Cholesterin erhöht ist oder das Magnesium erniedrigt oder zu viel Säuren sind oder zu wenig Selen oder Q10 oder was auch immer alles. Die interessante Frage ist, warum ist das denn erniedrigt? Wenn man sich jetzt mal klar macht, dass grundsätzlich, da gibt es zum Beispiel so ein Naturvolk, was sie letztens erst entdeckt haben, und dieses Naturvolk, die kannten gar keine Krankheiten. Und was sie dann aber auch gemerkt haben, was interessant ist, die kannten auch keine Vergangenheit und keine Zukunft. Erst als man denen die Zivilisation und das Denken beigebracht hat, stellten sich auf einmal auch Krankheiten ein. Also wenn man jemanden so ganz in der Natur belassen würde, wären diese Werte alle ausgeglichen. Wenn wir jetzt hier weiterschauen, völlig egal, welchen von den unteren Werten Sie bestimmen wollen oder nicht bestimmen wollen, und das ist mit Sicherheit nicht vollständig, also ich habe nur so ein paar mal daraus gesucht, so ein paar ganz wenige von denen, die bestimmt werden, dann ergibt sich irgendwann irgendwelche Werte, die erniedrigt sind und irgendwelche Werte, die erhöht sind. Und jetzt kommt ein toller Schritt. Jetzt werden diese zusammengefasst und dann nennt man das Diagnose, Krankheit oder Syndrom. Jetzt ist nur so, also man weiß bei dem einzelnen Wert nicht, warum er erniedrigt oder erhöht ist. Das wird natürlich nicht besser dadurch, dass man mehrere von denen, wo man nicht weiß, wo sie eigentlich herkommen, zusammenfasst und dem einen Überbegriff gibt. Ist nachvollziehbar? Ja. Also alles das, was an Überbegriffen existiert, muss sich im Prinzip fragen lassen, die Punkte, aus denen ich existiere, weiß man eigentlich, wo die herkommen? Hat sich eigentlich da mal jemand Gedanken gemacht? Jeder Arzt, jeder Heilpraktiker hat sich in seinem Leben mit Sicherheit da schon Gedanken gemacht. Jetzt verfolgen wir das mal weiter. Die Präsenzmedizin ist in 30 Minuten, die ich hier zur Verfügung bekommen habe, natürlich nicht komplett erklärbar. Ich kann viele Sachen nur anreißen, aber ich versuche Ihnen das jetzt in, das kriegen wir schon hin irgendwie. Die Frage hier, also warum? Warum ist das eine erniedrigt? Warum ist das andere erhöht? Da kommt man drauf, dass dahinter Informationsverluste stehen müssen. Und warum das so ist, ist im Prinzip ganz logisch, nämlich weil es Wunderheilungen gibt, sogenannte Spontanheilungen, Spontanremissionen. Und das ist auch kein Einzelfall, also wenn man sich das anschaut, Google hat da immerhin schon zwischen Schulmedizin eher 14.000 und die anderen 37.000 Einträge. Also dass auf einen Schlag irgendwo was besser wird, wo man nicht mehr gedacht hat, dass es besser wird, muss er bedingen, dass die Information, die uns gesund machen kann, vorhanden ist. Weil in dieser kurzen Zeitspanne, wo diese Menschen gesund sind, ist ja keiner da und flüstert den Zellen genau ein, pass auf, jetzt musst du wieder rechts, links und den Stoffwechselprozess unterlassen, den anderen machen. Das passiert ja nicht. Ist auch unmöglich bei den Millionen oder Milliarden, ich weiß nicht, wie viel das pro Sekunde sind, Stoffwechselprozesse, die die Zelle absolviert. Es ist völlig unmöglich, dass da jemals irgendein Mensch wirklich komplett durchblickt. Also wir haben so ein bisschen den Einblick, aber Durchblick ist, glaube ich, da weit, weit weg. Also aufgrund der Tatsache, dass das möglich ist und ich denke mal, jeder sowas schon mal erlebt hat und jeder schon mal sowas gesehen hat, muss es eine grundlegende Information sein, die da ist, weil sonst wäre das ja nicht möglich. Nachvollziehbar bis dahin? Das ist ja genauso wie bei einem Architektenplan. Wenn der Plan komplett ist, kann man davon ausgehen, wird auf jeden Fall mal weitgehend das Haus so aussehen, wie man das geplant hat. Wenn dort jedoch schwarze Flecken sind auf diesem Plan, dann wird es schon schwieriger für die auf der Baustelle. Und diese schwarzen Flecken sind im Endeffekt dann die Informationsverluste. In der Situation würde ja auch keiner behaupten, nee, da hat es niemals einen Plan gegeben. Sondern da sagt jeder, das sind halt Flecken auf dem Plan, der Plan ist eigentlich da, da ist ein Fleck drauf, deswegen können wir es jetzt nicht mehr bauen.
Gut, jetzt sind wir so weit vorgedrungen, dass da Informationsverluste dahinter stehen. Jetzt kommt natürlich von jedem die Frage normalerweise, ja und wo kommen jetzt die her? Also wieso soll jetzt der eine Mensch auf einmal Informationsverluste haben und der andere hat keine? Oder wie? Das muss ja auch wieder mit irgendwas zusammenhängen. Also wenn man schon warum fragt, dann muss man einfach konsequent immer weiter fragen, warum, warum, warum. Sonst ist das natürlich sinnlos. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann kommen wir jetzt zur Präsenz. Deswegen Präsenzmedizin. Die Präsenz, das ist einfach genau hier und jetzt. Ja? Hier und jetzt, genau hier im Augenblick, genau hier, jetzt. Keiner von Ihnen hat momentan, wenn Sie jetzt genau da sind, jetzt haben Sie kein Problem. Jetzt kann es schon wieder sein, wenn Sie anfangen, darüber nachzudenken. Ja? Hier und jetzt, wenn Sie wirklich da sind, präsent sind, haben Sie auch keine Schmerzen. Das können Sie mit jedem Patienten, ich mache das Tag ein, Tag aus in meiner Praxis und macht es denen bewusst, wie das wirkt. In der Präsenz, da findet das Leben statt. Keiner von Ihnen kann vor 5 Minuten leben und keiner von Ihnen kann in 5 Minuten leben. Gedanklich kriegen Sie da eine ganze Menge hin. Aber leben und das Leben spüren und erleben, das ist immer nur hier und jetzt möglich. Das Gleiche ist mit der Liebe. Liebe ist nur hier und jetzt und im Augenblick erfahrbar. Alles andere ist ein ausgedachtes Liebhaben. Ich tue das für dich, du tust das für mich. Das hat mit Liebe aber nicht wirklich was zu tun. Und das nächste ist die Heilkraft. Grundlage von allen, von den ganzen Ritualen, ganzen Schamanismus, wo eben immer wieder solche Sachen passieren, wo immer wieder auf einmal Menschen gesunden im Augenblick. Es ist nichts anderes, als dass die Menschen in die Präsenz gebracht werden. Ja? Und in dem Moment, wo sie präsent leben oder auf jeden Fall mal ein Stück weit präsenter leben, wenn Sie merken, lassen die Symptome nach und entspannt sich der ganze Körper. Die Sache ist nämlich die, dass das Gehirn dort, wo es Leben ist, überhaupt nicht arbeiten kann, weil das Gehirn hier und jetzt im Augenblick nicht funktioniert. Sie können also nur entweder denken oder leben. Das Gehirn kann nur in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder im Vergleich Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft. Woher Sie das alle kennen beim Orgasmus, da geht in kurzzeitig die Lampe da oben aus, fühlt sich super an, alles fließt auf einmal. Es passiert nichts anderes, als dass Sie nichts denken in dem Moment. Weil wenn Sie über die Buchhaltung gleichzeitig versuchen nachzudenken, wird es mit dem Orgasmus nichts. Das ist ganz einfach. Es ist aber nichts anderes als Präsenz. Es ist nichts anderes als einmal schön präsent sein und dann fühlt sich das schon sehr schön an. In der Vergangenheit können Sie sich ärgern, Eifersucht, Zorn, ja? Das kann das Gehirn perfekt. Situationen, die schon lange vorbei sind, ja, weil jetzt haben wir ja kein Problem, gar nichts. Aber gestern oder auch morgen, was morgen wieder passiert. Das ist die Situation von der Zukunft. Das heißt, unsere Gedanken, die ständig in die Vergangenheit und ständig in die Zukunft gehen, das ist das, was den eigentlichen Stress erzeugt. Das kennen Sie alle, oder? Ist eigentlich ganz einleuchtend, ne? Wir müssen nochmal vom Symptom ausgehen. Jeder Patient kommt, weil er halt er ist nur ein bisschen schlapp oder er möchte irgendwie irgendeine Verbesserung von irgendwas erfahren. Steht dahinter immer ein Ungleichgewicht im Organ. Organ, es kann auch die Haut sein, ist auch ein Organ, also irgendeine Organstruktur, dahinter steht das Ungleichgewicht in der Zelle mit dem besprochenen zu viel und zu wenig, wo die Einfuhr oder Ausfuhr nicht mehr stimmt, wo in der Präsenz, wo es immer wohltuend ist und die Zelle dann auch wohltuend weiß, was gehört denn zu mir rein und was gehört denn raus. Ja? Also diese ganzen Ansammlungen in der Zelle muss man sich ja fragen, warum sammelt denn der eine das an und der andere nicht? Also warum sammeln das nicht alle an? Wenn man dann da drunter schaut, sind da die Informationsverluste und da unten drunter sind einfach die Gedanken. Es sind Ihre Gedanken. Und da möchte ich mich beim Herrn Warnke, der ist glaube ich schon gar nicht mehr da, der ist schon nach Hause gefahren, bedanken für diesen schönen Vortrag heute Morgen, wo er auch auf diese Spins hingewiesen hat, ja, die im Prinzip ganz entscheidend sind für die ganzen Prozesse
wo das Metatron eben genau auf dieser Spin-Ebene arbeitet und diese krummen Spins wieder ausgleicht. Nur dann kommt die entscheidende Frage dazu, warum spinnt denn der Spin? Also warum beim einen so und beim anderen irgendwie so? Muss man sich auch fragen. Also es ist ein grandioses System, keine Frage. Nur diese Frage wird von dem Metatron auch nicht beantwortet. Das kann alles das ausgleichen, findet das alles ganz exakt, was dort an Informationsverlusten ist. Beispiel des Magen zum Beispiel, ja, was ich am Anfang angeführt habe. Sie sehen genau hier in der Ecke, da ist der Informationsverlust. Und Sie können dann weitergehen und sehen dann hier die Magenschleimhaut oben, dass dort hauptsächlich die Informationsverluste sind und noch tiefer in den Zellen halt drin und bis auf die Chromosomen, in das Chromosom rein. Sie können da genau schauen, aha, da sind die Informationsverluste, bis auf die DNA, sogar bis auf die Moleküle dann. Nur die Frage ist ja dann zusätzlich, warum spinnt der Spin? Also zu sagen, da sind jetzt Informationsverluste und damit ist es geklärt, wenn wir das jetzt ausgleichen, ist für mich die halbe Miete. Und da ist eben die Präsenzmedizin, die dort Ihnen genau zeigt, wie man sowas umsetzen kann, dass das Leben wirklich nur hier im Augenblick stattfindet, dass es andere eine Illusion ist und dass es extrem lustig ist, wenn man das anfängt zu erkennen. Dass dann die Ernsthaftigkeit des Lebens vielleicht nicht mehr so ganz existiert, wie sie bisher existiert hat, dass die Wichtigkeit der eigenen Person vielleicht auch so ein Stück weit auf der Strecke bleibt dann. Aber insgesamt fühlt sich das dann ganz gut an. Wie lange haben wir denn noch? Weil jetzt kommt nämlich, also die Kombination ist für meinen Geschmack das, was jedem Menschen, der gesund werden will, ermöglicht, gesund zu sein. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten, das schaffe ich auch noch kurz. Jetzt zeige ich Ihnen nämlich, dass die wundervoll sind. Das meine ich genauso, wie es da steht. Nur das ist das, was viele von Ihnen einfach vergessen haben. Und zwar zu 100%. Ja, erstmal ist die Frage, wissen Sie das? Glauben Sie das? Und zu wie viel Prozent glauben Sie das, dass Sie wundervoll sind? Es wird wahrscheinlich kaum jemand im Raum sein, der das zu 100% von sich glaubt. Wenn Sie sich jetzt anschauen, woher kommt es, wenn ich vorher sage Gedanken, ja, was ist das Gedanken? Ja, es geht natürlich um sowohl bewusste als auch unbewusste Sachen. Und Sie haben als Kind, das fängt ja schon an, in dem Moment, wo Eizelle und Samen aufeinandertreffen, in dem Moment, zack, geht es ja schon los. Die Informationen, die auf die erste Zelle einwirken, fangen schon an mit der Formung. Also ich glaube, dass Informationen die Form bedingen, das brauche ich in dem Kreis nicht mehr erklären. Das heißt, es beginnt dort schon, was von dem Umfeld entsprechend gedacht, wie viel Angst die haben, wie viel die sich ärgern, wie die sich verstreiten, wie viel Liebe da ist und was und. Wirkt als formende Kraft bereits schon da ein, setzt sich dann fort im Kindesalter und Jugendalter und bringt die entsprechende Form hervor. Und dann dackeln sie mit ihrem Päckchen quasi dann so durch das Leben, in der Vorstellung, dass sie das sind, was die anderen ihnen zugesprochen haben, und sie dann meinen, das verteidigen zu müssen. Also das ist ein sehr witziges Konstrukt, so wenn man sich das mal genau anschaut. Daraus entstehen dann feste Vorstellungen, wie was zu sein hat und wie was geht, wobei die meisten von denen, ja, verstehen Sie das nicht falsch, ich will ja keinem unterstellen, dass er sich jetzt das ausdenkt und darauf beharrt, die meisten Sachen haben sie unbewusst wie eingefüllt bekommen. Nur die Frage ist, ob sie das alles glauben immer noch, was man ihnen so eingetrichtert hat. Und daraus entsteht so eine Vorstellungswelt, wo sie an bestimmten Seiten, da gibt es dann ganz starre, das ist genauso und das geht überhaupt gar nicht anders, du musst genauso und verstehen Sie, Sie kennen das alle so, diese, ja, nicht von sich selbst, von den anderen, denen Sie zuhören natürlich. Und dann gibt es aber auch offene Bereiche, wo dann mal was Neues toleriert wird, wo man mal irgendwo zuhört, wo man mal, ja, das gibt es ja auch. Es gibt ja niemanden, der völlig vermauert ist, der überall feste Vorstellungen hat, der wäre nämlich tot. Das Ergebnis sieht dann etwa so aus, also wenn man genau weiß, wie es zu sein hat, dann ist von dem, was ich vorhin gesagt habe, das alles,
diese Gesamtinformation, die überall da ist, die einen sagen Gott, die anderen sagen Nullfeld, die anderen sagen Gesamtinformation, im Prinzip spielt es keine Rolle, wie man es nennt. Fakt ist, dass da irgendwas hinten dran ist, was sämtliche Informationen enthält, die wir als Menschen nur beschränken, einengen und so weiter können. Also wir können eigentlich nur die Handbremsen anziehen und das verhindern, was eigentlich die ganze Zeit passieren sollte. Dadurch entstehen diese verschatteten Bereiche und die Information fehlt ihnen natürlich, weil sie die sagen, nein, nicht für mich, nein. Ja, sie stehen quasi da und bremsen das, schränken das im Prinzip weg. Nicht, dass sie das genau bewusst wissen. Nein. Und dadurch entsteht die Situation der Informationsverlust, obwohl alles da sein könnte. Da sein ist und auch für die sie da sein könnte, aber momentan nicht da ist, weil sie es nicht sehen. Jetzt noch ein kurzer Ausflug in die Gleichwertigkeit oder Neutralität aller Dinge. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Übrigens in diesem herrlichen Buch, was da, wenn Sie da rausgehen und dann rechts so ein dunkelblaues Buch, gestern aus dem Druck erschienen. Ist keine Schleichwerbung jetzt, ist eine ganz offizielle Werbung für mein Buch. Da steht es ausführlich beschrieben, wenn Sie die Sachen interessieren, genau wie das funktioniert. Ganz einfach, ganz logisch beschrieben. Die Gleichwertigkeit der Dinge bedeutet, dass eigentlich außen, draußen alles gleichwertig ist. Wir als Menschen müssen dem erst eine Bedeutung geben, dass dieses Ding oder dieser Stuhl oder dieser Mensch oder diese Verhaltensweise oder diese Flasche oder dieser Kongress irgendeine Bedeutung hat. Es ist also grundsätzlich alles gleichwertig. Ja, das ist die Situation, gucken wir, ob das auch noch geht, zurück. Ja, perfekt. Das wäre die Situation, wo man die Gleichwertigkeit erkannt hat. In dem Moment aber, wenn man die entsprechende Vorstellungswelt hat, das heißt die entsprechenden Gedanken, dann wird auf einmal aus diesem neutralen Reiz, also das ist nicht ein neutraler Reiz, sondern das ist generell neutral, also wenn Sie jetzt überlegen, Ihr Partner, Ihr Mann, Ihr Arbeitgeber, alle neutral, da kommt der ein oder andere wahrscheinlich auf die Idee, nehmen wir einen Moment. Also der nicht, oder das Hemd nicht, oder die Schuhe nicht, oder der Saal nicht, oder die Aktion, das ist nicht mehr neutral. Und durch diese Bewertung ist es dann eben nicht mehr neutral. Ja? Dann haben sie es benannt, haben denen eine Bedeutung gegeben und dann fangen sie sich an, darüber zu ärgern. Dann fangen sie sich daran, auseinanderzusetzen und dann reiben sie sich damit und beschäftigen sich Tage und Tage. Kostet natürlich einen Haufen Energie, präsent sind sie dabei eben nicht, weil sie sich über irgendwas ärgern oder machen oder tun, dem sie eine Bedeutung gegeben haben, was schon lange vorbei ist, hätten sie schon lange sein lassen können und das Leben, so wie es jetzt ist, wieder genießen können. Gibt es einen, der das so ganz nachvollzogen hat jetzt? Der Kameramann. Ja? Und wenn man das anfängt zu erkennen, es wird unheimlich einfach, mühelos, wunderbar. Und diese entsprechende Vorstellungswelt, also die Gedanken, die sie im Endeffekt erlernt haben in Kindheit und Jugend und dann irgendwann geglaubt haben, für wahr gehalten haben, die bilden sich dann auch entsprechend in den Zellen ab. Auch das hat Herr Warnke heute Morgen schön gezeigt, wie dass da ein Zusammenhang geben muss zwischen Gedanken und den Zellfunktionen. Und in dem Moment, wo sie eben immer mehr präsent sind und die Spins nicht ständig nach rechts und links quasi verlagern, in dem Moment bildet sich das dann in ihrem Leben auch ab und auch in ihren Zellen. Und das kann eben auch ratzfatz gehen dann. Weil der gesamte Prozessorale, das ganze prozessorale Denken wird ja bedingt durch unser Gehirn, weil unser Gehirn im Moment nicht denken kann, also braucht es die Zeit als notwendiges Konstrukt, um überhaupt eine Existenzberechtigung zu haben. Womit die Zeit sich im Endeffekt als Illusion enttarnt. Gut. Zwei Minuten haben wir noch, dann zeige ich Ihnen noch ganz kurz was. Machen Sie alle mal kurz die Augen zu. Einfach die Augen zumachen, bequem hinsitzen, so mal richtig so in den Sessel reinsetzen. Jetzt stellen Sie sich kurz eine Situation vor, die Sie in letzter Zeit irgendwie geärgert hat oder irgendwas gemacht hat, möglichst bildhaft, sodass Sie sich das, dass Sie es dann auch spüren im Körper, dass sich es ein Stück mies anfühlt. Also können, tun Sie das, weil das machen Sie jeden Tag sonst auch immer. Richtig bildhaft vorstellen, es darf sich ruhig ein bisschen komisch anfühlen im Körper.
Und jetzt atmen Sie einfach durch die Nase ein und aus und denken beim Einatmen rein und beim Ausatmen raus und beim Einatmen rein und raus. Jetzt stellen Sie sich die Situation nochmal vor, die Sie vorhin gerade gehabt haben. Manche haben sicher eine gefunden. Und jetzt noch wieder zurück. Jetzt sollen Sie nochmal den Atem beobachten. Einfach gucken, wie die Luft rein und raus geht. Und rein und raus. Das ist die Situation, wenn Sie wieder im Augenblick sind, wenn Sie wieder in den Moment kommen. Da wird Ihr Kopf Ihnen sicher jetzt einen Haufen Sachen, Argumente bringen, dass das nicht so sein kann und wie auch immer. Ich denke, manche haben es auf jeden Fall gespürt ein Stück weit, wie sich das anders anfühlt. Und wie man durch so ein einfaches wieder in die Präsenz zurückkommen, dieses Gefühl abebbt. Wer hat es gespürt? Schön. Wenn Sie es einmal gespürt haben und es einmal kennen, dann wissen Sie, dass Sie aus dieser Illusion, die Sie sich ständig immer selber erschaffen, wie ich da vorhin gezeigt habe, immer sofort wieder raus können. Punkt 4. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie in der Präsenz, dass Sie das ein Stück weit für sich und dann auch für Ihre Patienten erkennen. Es lohnt sich mit Sicherheit, es zeigt Chancen auf, es macht ein müheloseres, einfacheres Leben. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Dankeschön.